dann mega Lifehack für alle, die eine Variation wollen. Hey zusammen und willkommen zu diesem besonderen Video. Seit ich über vegane Themen spreche, höre ich immer wieder Folgendes. Es ist ja schon gut alles, aber kann es sein, dass es vielleicht alles ein bisschen teuer ist? Eine Antwort möchte ich mit dieser startenden Videoreihe geben, denn ich möchte euch zeigen, dass es durchaus möglich ist, vegan einzukaufen, das für nur 25 Euro pro Person pro Woche. Und ich lebe ja mit meiner Frau zusammen und koche, deshalb heißt für mich sozusagen die Challenge 50 Euro für zwei Personen pro Woche, aber wenn man das halbiert, dann ist man ja wieder bei 25 Euro. Anders runterzubrechen und nur für mich zu kochen, fand ich ein bisschen verschwenderisch. Und schon mal vorab, ich habe ja nur Journalismus studiert und bin eben kein Ernährungswissenschaftler. Und ich vermag mich auch nicht als solcher zu bezeichnen. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der ist Ernährungswissenschaftler und einer der bekanntesten veganen Ernährungswissenschaftler in Deutschland, Nico Rittenau. Und ich habe den einfach mal angehört und gesagt, Nico, ich brauche fachlichen Input. Hast du Bock? Also, na klar. Deshalb werdet ihr in diesem Video auch noch eine fachliche Perspektive der ganzen Geschichte hören. Und deshalb dranbleiben lohnt sich heute so lange wie schon immer. Grundsätzlich ist es immer recht leicht zu glauben, dass vegan sehr teuer ist. Denn wenn man jetzt im Supermarkt einkaufen geht, dann kommt man an dem normalen Regal vorbei und dann kommt man am Bio-Regal vorbei, wo die ganzen tollen Bio-Produkte sind. Und dann kommen dann noch so ganz Special-Regale, wo alles super öko, grün, special, nachhaltig geil aussieht mit ganz tollen Marken. Und wenn man dann auf die Preise guckt, denkt man sich, jo, das sind tolle Marken, aber auch extrem hohe, tolle Preise. Und das Gleiche zieht sich auch so ein Stück weit zu den Alternativprodukten hin. Und ich spreche definitiv von Fleischalternativen oder Käsealternativen, nicht von Ersatz. Denn Ersatz suggeriert für mich, jo, das schmeckt gleich, aber es schmeckt selten direkt gleich. Es ist eben eine Alternative, an die man sich gewöhnen kann. Aber auch hier, diese Alternativen sind recht teuer. Auch oft nicht wirklich gesünder oder besser als tierisches Fastfood. Zudem kommt dann auch so ein bisschen rein, dass diese Produkte natürlich alle mit 19% Mehrwertsteuer in Deutschland besteuert werden. Milch beispielsweise hat einen vergünstigten Steuersatz von 7%. Deshalb ist Kuhmilch zum Beispiel deutlich günstiger als Sojamilch, wobei es da mittlerweile auch Riesenunterschiede gibt. Zudem richten sich diese Alternativen eigentlich jetzt gar nicht so an die Hardcore-Veganer, sondern vielmehr an die Flexitarier, also die Menschen, die nach wie vor Fleisch essen, ihren Konsum aber aus den unterschiedlichsten Gründen runterfahren wollen und dementsprechend eine Alternative suchen. Ich selber esse die relativ wenig, aber es gibt da auch ein paar, wo ich sage, ey, ab und zu habe ich da richtig Bock drauf, dann hole ich mir das auch. Also von daher ist es total fein, aber das Ganze allgemein, was Ernährung angeht, je bequemer, desto teurer. Je weniger man selber machen muss, desto teurer wird es am Ende. So, und bevor ich jetzt weiter rede, nur schon mal, damit ihr so ein bisschen geteased werdet, war auf jeden Fall einkaufen und habe Folgendes gekauft. Wie viel das gekostet hat, zeige ich euch nachher. Aber damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt, was ich für 50 Euro pro Person bekommen habe. Diese ganze Kiste hier, da werde ich gleich drauf eingehen, was da alles drin ist. Aber die soll mich und meine Frau auf jeden Fall durch die nächste Woche bringen. Und bevor ich euch jetzt im Detail zeige, was ich eingekauft habe, möchte ich vorher noch meinen lieben Freund Nico zu Wort kommen lassen, den ich gefragt habe, worauf ich denn achten sollte, wenn ich mich möglichst günstig in der Woche vegan ernähren möchte. Bitteschön. Vielen Dank, Philipp, dass du dieses wichtige Video zum Thema Low-Budget vegan machst, denn damit können wir hoffentlich mit dem falschen Vorurteil aufräumen, dass eine vegane Ernährung per se teuer sein muss. Natürlich kann es die sein, wenn man jede Menge importierte Superfoods und sonstige Hipster-Lebensmittel in die eigene Ernährung einbaut, aber die Grundnahrungsmittel, die pflanzlichen, die sind super günstig. Eine gesunde vegane Ernährung sollte aus Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüsen und Nüssen und Samen bestehen und all diese Lebensmittel können, wenn wir preissensibel einkaufen, durchaus viel günstiger sein als qualitativ gleichwertige tierische Produkte. Und somit können wir, wenn wir in den einzelnen Gruppen noch ein paar Tricks und Kniffe anwenden, sehr günstig rein pflanzlich essen. Vollkorngetreide. Egal, ob wir an intakte Vollkorngetreide wie braunen Reis oder ganzer Dinkel denken, an Vollkornbrote, an Vollkornpasta, all diese Lebensmittel sind von Haus aus sehr günstig und können eine sehr gute, günstige Basis einer Pflanzenernährung bilden. Kombiniert mit guten Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchten wird das ganze Essen auch noch ernährungsphysiologisch aufgewertet und wir wissen, auch schon fertig vorgekochte Hülsenfrüchte im Glas oder Dose sind relativ günstig. Noch günstiger wird es aber, wenn man in großen Mengen getrocknete Hülsenfrüchte kauft und die mit Hilfe eines Schnellkochtopfes in großen Mengen selber vorkocht. Die kann man dann selber einwecken, einfrieren oder auf andere Weise konservieren und kann so einen großen Vorrat an Hülsenfrüchten immer bei der Hand haben.
Wenn wir an Gemüse und Obst denken, natürlich können diese Lebensmittel im frischen Zustand etwas teurer sein. Das Schöne ist, es gibt aber auch günstige, hochwertige, gesundheitsförderliche Tiefkühlware. Das heißt, selbst teurere Obstsorten wie Beeren, die frisch relativ teuer sind, können wir als Tiefkühlware relativ günstig kaufen. Das Gleiche gilt auch für etwas teurere Gemüsesorten. Und wir wissen, dass Tiefkühlware nicht zwangsweise weniger gesundheitsförderlich sein muss als frische Ware. Im Gegenteil, wenn frisches Obst und Gemüse schon etwas länger lagert, kann die Tiefkühlware sogar gesundheitlich vorteilhafter sein. Die letzte Kategorie, Nüsse und Samen. Klar, kann man argumentieren, Nüsse und Samen, vor allem Sachen wie Macadamianüsse, Cashews und Mandeln, können etwas teurer sein. Aber wenn wir stattdessen auf Kerne wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam oder weitere Samen zurückgreifen, die durchaus ähnliche Nährwerte mitbringen, können wir wesentlich gesünder essen und können als eine hochwertige Fettquelle auch eben jene preisgünstige Samen in den Speiseplan einbauen. Und all diese Tipps zum Sparen von, wir kaufen keine fertigen Aufstriche, sondern machen einfach selber Hummus aus Kichererbsen. Wir machen unsere Soßen, wir Tomatensoße selber aus Schältomaten, anstatt teurere fertige Soßen zu kaufen. All diese Tipps können natürlich helfen, einige Euros im Monat zu sparen. Aber ich würde grundsätzlich dazu aufrufen, zu überlegen, ob wir nicht in anderen Lebensbereichen etwas mehr Geld sparen können, um bei unserer Ernährung, die immerhin der größte Schutz- oder Risikofaktor für unsere Gesundheit ist, je nachdem, ob wir uns gut oder schlecht ernähren, ob wir nicht für diese Ernährungsweise etwas mehr Geld investieren können und in anderen Lebensbereichen, die unsere eigene Gesundheit weniger betrifft, einfach ein paar Euro sparen können. In diesem Sinne wünsche ich bei jeder Art der Pflanzenernährung viel Spaß und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Vielen Dank, Nico, für den Input. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei oder auch sehr empfehlenswert ist sein Buch Vegan Klischee AD. Da räumt er mit sämtlichen Vorurteilen auf wissenschaftlicher Basis auf. Kann ich sehr empfehlen. So. Das habe ich sozusagen als kleinen Motivationskick genommen und auch als Orientierungshilfe. Was ich also für die Woche kochen möchte, sind vor allem natürlich Gerichte, wo ich mehrere Tage was von habe, weil jedes Mal einzeln kochen ist A, super nervig und B, ziemlich zeitaufwendig. Und zudem kann man auch, wenn man in einer größeren Menge kocht, auch mehr sparen. Deshalb habe ich, und das liegt hier oben schon direkt, erstmal hier Blumenkohl und Brokkoli, und die Tüten sind deshalb schon angebrochen, weil ich gestern sozusagen schon mit der Challenge gestartet habe und da ein unfassbar leckeres Curry rausgekocht habe, was ebenfalls heute noch gegessen werden kann, also Win-Win. Ich habe auch noch einen Sack Blattspinat geholt. Wenn ich mich nicht täusche, kostet das pro Sack, glaube ich, 1,50 Euro. Hier alleine in 1000 Gramm, also 1 Kilo Brokkoli. Ich habe mir auch eine tiefgefrorene Beerenmischung geholt, denn ich möchte natürlich auch entsprechend frühs was haben. Da esse ich oftmals Müsli mit Beeren und dann setze ich auf diese Beeren. Bevor es weitergeht, ganz kurz, wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen mehr veganen Input wollt, so über die Woche verteilt, dann folgt mir gerne auf Instagram, denn da zeige ich euch so alles von meiner veganen Reise, zeige, was ich so esse, koche, tue. Deshalb lasst gerne ein Like da bei meinem Profil. Ich heiße dort auch Philipp Steuer und ja, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Weiter geht's mit dem Einkauf. Vollkornnudeln, da hatte Nico ja gesagt, Vollkorn sollte man drauf achten, die sind aber teurer als normale Nudeln, und meine Idee war es jetzt zu sagen, okay, ich strecke die Vollkornnudeln im Mix einfach mit normalen Nudeln, dann habe ich da deutlich mehr von. Dann mega Lifehack für alle, die eine Variation wollen. Es gibt mittlerweile fertigen Blätterteig, der ist schon so abgepackt. Auch viele von denen sind vegan, dennoch bitte hinten aufs Label gucken, der hier ist vegan, steht sogar hinten drauf, für Veganer geeignet. Da hat das Ding, glaube ich, also nicht alles, die Rolle hat, glaube ich, 75 Cent gekostet. Wenn man das ausrollt, kann man super Pizzaschnecken mit Spinat, Tomaten, allem machen, rollen, aufbacken. Super schnell gemacht, auch für Kinder super geil. Kann ich nur empfehlen. Was habe ich noch? Ich habe natürlich, weil ich das sehr gerne mag, frische Zucchini geholt. Es gab keine grünen, deshalb musste ich gelbe holen. Ich habe hier geholt Paprika. Weil ich liebe einfach Paprika. Also Paprika ist auf jeden Fall mein Crush. Ich möchte euch einfach die Wahrheit zeigen. Ich hätte jetzt natürlich, weil es gibt ja Leute, die sagen, Plastik. Ich hätte es auch einfach wegtun können aus der Schale. Aber ich stehe hier für authentisch. Ich möchte möglichst authentisch sein. Und wenn man günstig kauft, dann wird man leider oftmals mit Plastik zugeschmissen. Also es ist halt, irgendwo muss man immer einen Kompromiss finden. Ich habe hier frische Tomaten geholt, weil ich die eben auch sehr gerne mitverarbeite. So, dann kommen wir natürlich zu etwas, weil man jetzt die frischen Sachen fertig.
noch Kohlrabi. Kohlrabi habe ich jahrelang verschmäht, weil es immer scheiße zubereitet wurde, wo ich es gegessen habe. Da kann man so geile Schnitzel mit ein bisschen Paniermehl rausmachen. Mega. Dann haben wir hier ganz stinknormalen Reis. Auch da spart man wieder kräftig, indem man den nicht in den Tütchen holt, sondern eben einfach lose und dann den in den Topf knallt. Ist wie gesagt wieder mehr Aufwand, aber mehr Aufwand gleich günstiger. Von daher sehr empfehlenswert. Ich bin ja mal ein Fan von gestückelten Tomaten, aber eine Dose gestückelte Tomaten kostet 39 Cent, teilweise auch 65 Cent, aber eine Dose geschälte Tomaten kostet nur 35 Cent. Das ist eigentlich das gleiche, nur am Stück. Also ihr müsst die selber klein schneiden und das war mir die paar Cent auf jeden Fall wert. Universalmittel, man kann zum Beispiel so eine Dose stückige Tomaten klein schneiden, hier auf den Blätterteig verteilen, dann hat man schon mal eine Art Soße, Gemüse drauf, Backofen, fertig, richtig geil. So, dann habe ich auch, was wirklich günstig ist, sind all diese Geschichten allgemein, Dosen sind wirklich günstige Anschaffungen. Das ist, glaube ich, eine Dose kostet 35 Cent und ist ewig haltbar. Junge Erbsen, Kidneybohnen, dann habe ich hier noch Mais, ich habe hier noch eine Dose Kidneybohnen, rote Linsen, noch nicht gekocht, auch hier günstig, glaube ich 1,60, aber man kriegt, das sind 500 Gramm Linsen, aber man kriegt da richtig viel raus und rote Linsen haben einen hohen Eiweiß, also Proteinanteil und wenn man ein bisschen Zeit hat, abends die vorkochen, kann man echt recht weit in der Woche kommen. Gleiches gilt eigentlich auch für Kichererbsen, die habe ich aber nicht gefunden, stattdessen waren im Angebot diese 800 Gramm Kichererbsendosen, die habe ich dann einfach mitgenommen. Oftmals findet ihr vor allen Dingen in so der türkischen oder orientalisch-asiatischen Ecke so coolen Scheiß, den ihr direkt mitbenutzen könnt. Genauso nämlich wie Bulgur. Bulgur, eine Tasse Bulgur, zwei Tassen Wasser, kurz aufkochen lassen, 10 Minuten ist das Zeug fertig. Könnt ihr mit Tomaten, mit Gemüse kombinieren, schmeckt richtig lecker, macht richtig satt, ist super gut und ja, auch einer definitiv meiner Essensfavoriten. Natürlich, weil ich deutsch bin, musste ich auch noch einen Sack Kartoffeln holen, weil mein Fokus war, dass ich auf Lebensmittel setze, die verschieden einsetzbar sind. Aus Kartoffeln kann ich so halbe Kartoffeln in den Ofen tun, so Rosmarinkartoffeln. Dann kann ich da aber auch Bratkartoffeln machen, ich kann daraus auch Kartoffelstampf machen. Wenn man nicht ein riesen Spektrum hat an Essen, dann kann man natürlich Lebensmittel nehmen, die man möglichst variieren kann. Und Kartoffeln gehören definitiv für mich hier dazu. Für mein Müsli-Frühs. Kernige Haferflocken, 35 Cent kostet der ganze Spaß. Kombiniert mit den Erdbeeren, mit den Beeren hier und das, was ich gleich zeige, ist das ein super geiles Frühstück. Kann man auch über Nacht einziehen lassen. Also man kann mit Haferflocken in der veganen Küche oder allgemein in der Küche recht viel machen. Stelle ich mal hier hin, bevor mir alles umfällt, was es schon tut. Was ich sozusagen aus der Bioabteilung geholt habe, Bio-Tofu unbehandelt. Das ist die große Packung, das sind nämlich 400 Gramm. Alles andere mit schon fertigen Geschmack kostet wieder mehr und ich bin mittlerweile ganz gut darin geworden, Tofu richtig geil zuzubereiten, aber dazu auch später mehr. Deshalb hier Tofu kann man auch super zu ganz vielen Gemüsegerichten machen, auch als Stick oder als Würfel, je nachdem ist man da sehr flexibel. Dann, Nico hatte es angesprochen, wenn wir schon Milch holen, dann sollten wir schauen, dass da Calcium mit drin ist. Eine gute Calcium-Sojamilch gibt es von Alnatura für unter 1 Euro. Die Packung habe ich direkt mir zwei geholt. Was wir noch nicht hier sehen, was ich im Curry gestern verbraten habe, ist Kokosmilch. Habe ich auch in der Dose geholt, war im Angebot, glaube ich, 55 Cent oder so. Das habe ich fürs Curry sozusagen aufgebaut. Also ein paar Sachen sind gestern schon ins Curry gewandert, aber auch dazu gleich mehr. Dann ein Trend, der ja recht durch die Decke ging, weil irgendwann erst jeder von Chiasamen gesprochen hat. Und Chiasamen sind so gesund. Ne? Chiasamen sind gesund. Finde ich, esse ich auch sehr, sehr gerne, wenn die irgendwo drüber gestreuselt sind. Aber Chiasamen sind halt echt teuer, weil sie eben importiert werden müssen. Und damit lässt sich auch recht viel Geld machen. Aber es gibt eine gute deutsche Alternative. Die klingt nicht so fancy, ist aber genauso gesund. Und das sind einfach Leinsamen. Leinsamen, das ist, ich glaube, also wenn ihr mal schaut, im Vergleich Leinsamen, Chiasamen, seid ihr mit Leinsamen deutlich günstiger. Es ist regionaler und von daher könnt ihr hier mit nichts falsch machen. Dann habe ich noch, und die ist ebenfalls schon angebrochen, weil ich sie gestern beim Curry benutzt habe, eine Nusskernmischung. Nüsse, ebenfalls sehr wichtig bei der Ernährung, aber dementsprechend auch teuer. Habe ich hier von Ja die Nusskernmischung genommen, glaube ich 2 Euro irgendwas war das günstigste ohne Rosinen, weil Rosinen mag ich nicht so gerne und es ist oftmals in so eine Tüte besteht nur aus Rosinen. Somit habe ich jetzt hier die Kerne drin. Was
Was diesen Einkauf betrifft, ich habe mal aufgerundet knapp 49 Euro bezahlt. Natürlich habe ich schon Gewürze zu Hause, die habe ich jetzt nicht extra gekauft. Und so ein paar Sachen wie Öle, so habe ich auch alles da. Ich gehe davon aus, das habt ihr auch zu Hause. Dann habe ich das hier nicht extra aufgeführt. Aber ihr seht schon, für 25 Euro pro Person, wenn man diese knapp 50 Euro nimmt und durch zwei teilt, kriegt man schon recht viel. So, und das Einkaufen ist ja sozusagen die eine Sache. Und ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass ich das mit der Woche hinbekomme. Aber Einkaufen nicht gleich Einkaufen, das Ganze muss ja noch verarbeitet werden, gekocht werden. So, dadurch, dass ich das möglichst authentisch machen wollte und nicht irgendwas vorproduzieren will, habe ich mir das jetzt wie folgt vorgestellt. Dieses Video hier ist sozusagen der Einstieg. Dank Nikos Input ist das Video auch, glaube ich, jetzt recht füllig geworden. Und es wird dazu noch ein kommendes Video geben, wo ich dann alles aus dieser 25 Euro pro Woche Challenge koche und euch nochmal einzeln vorstelle. Wenn ihr nichts verpassen wollt und wie es weitergeht, dann abonniert definitiv jetzt den Kanal und wenn ihr Lust habt, auch die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video dazu rauskommt, zu dieser Serie. Und wenn euch das Video hier gefällt und ihr einen kleinen Mehrwert mitziehen konntet, einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Ich hoffe, ich konnte euch heute schon mal so ein bisschen neue Inspiration mit auf den Weg geben und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss!